Boah, ey, Sonnenuntergang an der alten Festung? Brassenangeln. Brassenangeln an einem Spot, wo ich noch nie war. Muss ich einfach mal testen. Der Danny DeVito hat im Discord einen Link gepostet, einen Beitrag reingestellt, wie er hier stand und probiert hat und anscheinend erfolgreich war. Also, ich baue das Set mal eben zusammen und so sieht das Setup aus. Also, schön basic mit den Fiederruten hier, mit Brassenfutter plus, da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein, Einserhaken, Knoblauchteig und Attacke Vollgas. Relativ feines Vorfach und dann klippen wir hier das Ganze auf 15 Meter und wir ballern hier raus. 15 Meter, komme ich da so hin? Ne, ich muss ein bisschen weiter werfen. Ich habe hier nur jetzt ein ganz kleines, gucken wir mal so. Ja, da gehen wir in den Clip rein. Heißt also, so legen wir das Ganze an. Bremse ein bisschen runter. Können wir gleich immer noch hochstellen. Zack, und auch hier wieder auf 15 Meter. Normalerweise würde ich ja sagen, ruhig ein bisschen eher an so einen Spot gehen. Denn man muss ja auch noch ein bisschen anfüttern. Die Brassen müssen sich erstmal hier einfinden an den Spot, wo wir sind. Und von daher ruhig ein bisschen eher. Jetzt haben wir gerade schon 22 Uhr. Da könnten die ersten Dinger schon reinrasseln. Heißt also, wenn man so gegen 17 Uhr, 18 Uhr vielleicht an so einen Spot geht, ist das gar nicht verkehrt. Und dann Attacke Vollgas. So, schon mal ein bisschen Futter rauswerfen. Das lassen wir jetzt drin. Auch hier Bremse ein bisschen runter. So, dritte Route auch noch. Da stellen wir auch mal eben die Spitze ruhig ein bisschen härter ein. 15 Meter wieder geklebt. So, und raus damit. Das Schöne, wenn man halt drei Routen gleich aufgebaut hat, hat man eben auch immer die gleiche Entfernung. Das heißt, man lädt halt immer auf gleiche Weise auf und trifft dann, hoppala, trifft dann damit natürlich auch immer die gleiche Stelle. So, zack. 1, 2, 3. Auch hier wieder die Bremse erstmal ein bisschen runter. Denn ich bin ja hier mit einem, wie gesagt, recht feinen Vorfach dran. 6, noch was an Vorfach ist jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn man überlegt, da geht vielleicht so eine dicke 4 Kilo Brasse drauf oder 5 oder 6 Kilo Brasse drauf. Dann ist das natürlich schon ein harter Drill. Aber so soll das sein. Wir gehen hier lieber so ein bisschen mehr in den Drill und haben hier ein bisschen Action. Aber dafür dann eben auch die Chance auf die Scheuen, auf die Brassen, die sich so ein bisschen eher zieren, bevor sie beißen. Vielleicht sogar eben die Trophies. Das wäre doch nicht so schlecht. Auch hier baller ich mal eben die große Spitze dran. Die harte Spitze, damit das so, zack. Ja, das reicht auch noch genau für 15 Meter. Perfekt. So, nun heißt es, abwarten und gucken, was geht. Der Klassiker ist natürlich, dass man hier verschiedene Hakengrößen testet, verschiedene Köder testet, wie auch schon in den anderen Tutorials immer gesagt. Ich verlinke das mal oben in der Ecke, das Brassen-Universal-Tutorial mit den ganzen anderen Spots hier an der alten Festung, die ich sonst immer wieder abklapper nachts. Aber das hier, wie gesagt, war mir bisher neu. Der Spot, ich zeige es mal eben, ist hier unten auf der Brücke. Ich glaube, man hat es auch gerade schon so einigermaßen gesehen. Hier an der Stelle hier rein stand ich schon, beziehungsweise hier oben in diesem Bereich stand ich auch schon. Von hier aus jetzt in diesem Bereich 15 Meter habe ich bisher, wie gesagt, noch nicht gemacht. Kann man aber, glaube ich, auch ganz gut. Auch übrigens eine Area, die immer mal wieder gut funktioniert für Schuppis oder eben für Amure, wenn man hier, also von da hinten, vom Ufer aus, man kann es wahrscheinlich auch von hier aus machen, dann hier in diese Area quasi reinwirft. Mit Kartoffel zum Beispiel, mit Kohlblatt, da geht das eigentlich auch immer ganz gut. So, ich bin übelst gespannt, ob das jetzt hier läuft, speziell, wie gesagt, mit dem Knoblauch, denn ich habe die Mische auf Knoblauch getrimmt. Heißt also, Brassenmische Standard plus Knoblauch. Hatte ich ja schon in verschiedenen Videos gesagt, ne? Hier habe ich eine ganze Reihe Brasse Plus,
Brasse plus Perlengraube plus Knoblauch, Anis nochmal gepimpt extra oder eben hier nochmal mit Erbsenbrei. Also da kann man eben schön die Standard-Brassen-Variante nochmal ein bisschen aufpimpen, wie gesagt mit Knoblauch. Und was man natürlich auch immer noch testen muss hier an der Stelle, wie gesagt, immer verschiedene Hakengrößen. Ich würde sagen, ab einem 4er-Haken, 1er-Haken und wenn es wirklich gut läuft, dann ruhig auch mal einen 1-0er probieren, ob da nicht dann gezielt auch mal so eine dicke, fette Trophy draufballert. Kann natürlich dann immer sein, dass die Frequenz dann dadurch deutlich runtergeht. Was haben wir denn hier? Zuppelt hier schon die ganze Zeit dran rum. Irgendwas ganz Lüdes. 62er Brasse hat sich hier verirrt, ey. Halt, ein bisschen weiter noch. So. Ja, wie gesagt, der Kescher vom Danny DeVito sah wirklich gut aus. Konnte sich sehen lassen. Und deswegen einfach mal testen, ob hier was geht. Bisher muss ich sagen, na, so lala. Ob da vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Oder ich teste auch einfach mal die Perlengraupe hier. So, raus damit. Vielleicht ist ja für mich hier gerade die Perlengraupe angesagter oder eben Erbsenbrei. Oder Quarkteig, da gibt es ja genug Variationsmöglichkeiten. Aber auch das heißt immer, ne, testen, 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 was am besten lübt. Na, guck mal, jetzt geht hier die dritte Route los und die erste. Joa, das sieht auch eigentlich schon ganz gut aus. Wie gesagt, immer so ein bisschen eher anfüttern, dass man eben die Stelle schon mal so ein bisschen befüttert hat, dass es dann eben nachts auch richtig gut reinrasselt. Ja, yeah, so soll das. Sehr gut, ey. Aber da ist noch Luft nach oben. Ei, ei, ei. Guck mal da, auf Perlengraupe. Auf Perlengraupe und genau so mögen wir das. Sehr schön. Ich kann die Bremse sogar noch ein bisschen höher machen. Heißt also, ich kann jetzt gleich schön einstellen hier alle auf 14. So, komm mal ran. Bäm! 2,4 schmeckt. Gerne mehr davon. Das war jetzt auf Perle. Oha! Jetzt auf Knoblauch. So. Ja. Ja, dann nehmen wir auch lieber den Kescher. Wir wollen ja nicht so viel Verschleiß farmen hier. So, geht doch. Und wieder raus damit. Also, funktioniert. Funktioniert bisher sogar beides. Sehr gut. Komm ran hier. Ja, ich würde sagen, ich zuppel mal so ein bisschen was raus und dann gucken wir gleich nochmal rein. Bäm, und der nächste Dicke. Na, guck mal da, ey. Komm ran hier. Hätte ich vielleicht doch ein 7,7er Vorfach nehmen sollen. Ich glaube, das geht immer noch. Ei, 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 ei. Schön hier, die Klodeckel. Auch wieder auf den Knoblauch. Aber, Alter, 4,2 der Schlingel. Ja, das ist halt die große Frage, ne? Macht es halt Sinn auf dem dickeren Vorfach? Ei, ei, ei. Oder versucht man es, wie gesagt, mit einem dünnen Vorfach und dann geht man tatsächlich lieber in den Drill rein. Schön. Also, nach wie vor, beides läuft auf 15 Meter. Sieht schon wirklich gut aus, der Spot. Kann man wirklich gut machen. Und ich mache natürlich noch weiter. Rams, Alter, ist das auch wieder ein Dicker? Also, ohne Scheiß, es klappt Knoblauch, aber es klappt eben auch Perlengraupe sehr gut. Jetzt bin ich echt unentschlossen, bleibe ich hier auf Perle oder gehe ich auf Knoblauch? Denn die letzten paar auf Knoblauch waren deutlich kleiner. Das ist natürlich jetzt die große Qual der Wahl, ne? Also, werde ich noch ein bisschen rumprobieren. Alter, werde ich testen. Ah, das jetzt hier wieder auf Knoblauch, aber auch nicht so riesig. Sonst wäre es hier doch nochmal immerhin maßig, ne? Die Qual der Wahl. Ich würde sagen, testen, testen, testen oder einfach ein paar Nächte hier stehen und die Brassen kloppen.
Also, wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich schon ganz zufrieden damit. Ich würde sagen, einfach mal rausziehen die Brocken. Der Spot wirklich gut, gute Idee, Dankeschön dafür. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Spots sucht, einfach mal gucken. Unter dem Video ist ja der Link zum Discord, da einfach mal reinschauen. Und im Discord gibt es dann jede Menge verschiedene Spots aufgeteilt in diesen ganzen Gewässern und in diesen Bereichen. Auch einen Bereich für Fragen, Tipps und Tricks, da dann gerne eure Fragen reinschreiben und dann rausziehen die Brocken. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, 19 Uhr, Petri.